Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, heute zocken wir Elite am NES, ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Wird überall gelobt und für die Technik bewundert, die dieses Game hat. Hat ein Sternensystem mit 200 verschiedenen Sternen, potenziell erzeugte Level und erstmalige 3D-Grafik. Whatever. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Titel, weil alle sagen, überall liest man, wie toll das ist. Und ich bin gespannt, ob es mich auch so begeistern wird. Okay, naja, das schaut schon ziemlich cool aus. Muss ich gleich mal zugeben. Das schaut mal ziemlich cool aus. Aber ob für dieses Game 10 Minuten reichen werden, wird sich erst zeigen. Hier kann ich mir wohl ein Raumschiff aussuchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Elite! Erinnert ihr ein bisschen an Star Wars, ne? Okay, und jetzt geht's los, oder was? Ich bin gespannt. B ist nix. A ist Laser. Gut. Select ist nix. Start ist Pause. Okay. Ich kann mich drehen, aber wie kann ich. Ah, da kann ich. Irgendwas auswählen hier, wenn ich B drücke. Ich glaube, ich spiele das zu Ende. Ich glaube, ich wurde schon platt gemacht, bevor ich die Steuerung gecheckt habe. Gut, weiter geht's. Ich sehe schon, ich werde ganz viel abkotzen in diesem Spiel. Ja, lasst mich einfach spielen, Leute. So, da. Was ist Elite, wenn ich da drauf drücke? Weiß ich nicht. Da. Geld. Weiß ich nicht, was das soll. Ton. Weiß ich auch nicht. Seltsames Menü. Okay, ich möchte weiterspielen. Ah, das ist das Pausenmenü gewesen. Okay. Bin ich ganz sicher, wie kann ich nach links steuern? Ich nach links drehe ich, nach rechts drehe ich. Rauf und runter funktioniert. Aber wie kann ich nach links und rechts fliegen? Mit B vielleicht? Nein. Was ist das? Irgendwas schießt mich da ab, glaube ich. Wo? Ich sehe es nicht. Ich check die Steuerung nicht. Wo ist er? Da ist irgendwas. Raff's nicht. Ich brauche eine Anleitung. Also ist so eins von diesen Games, wo so eine Anleitung nicht so schlecht wäre. Ich probiere es mal mit dem hier. Jetzt habe ich so einen Kreis. Was mache ich für Kreis irgendwie besser? Örtliche Karte. Puh, du kannst Deutsch. Da. Ja, ich möchte da hier hin. Aha. Wenn ich das so mache, was kommt jetzt? Start. Ja. Select. Galaktische Karte. Wow. Wenn ich da hin. Da möchte ich hin. Ja. Zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. Ich drück A, ich drück B, ich drück Start, ich drück alles durch. Wie komme ich da zu meiner normalen Ansicht wieder? Ich möchte das wegmachen. Spiel ist zu Ende. Ich check die Steuerung einfach nicht. Es ist ein bisschen schade. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht sehr zugänglich sein wird, dieses Spiel.
Aber dass es so schlimm ist, damit hätte ich dann doch vielleicht auch nicht gerechnet. Was ist das? Was ist das da? Einfach platt machen, oder? Das ist der Planet, oder? Weiß man nicht so genau. Was ist, wenn ich da drauf gehe? Aha. Ah, Select komme ich in dieses Menü rein. Okay. Wie komme ich da wieder raus? Ich möchte wieder zurück zum Spiel. Ah, okay, ich habe es verstanden. Da schießt mich irgendwie ab, glaube ich. Ich höre was. Aber das Radar zeigt mir irgendwie nichts an. Ah, oh ja, da gibt es ein kleines Radar auch noch. Wie mache ich das denn? Hä? Da rechts oben war was. Ah, da. Da, Planet, okay. Da ist er. Da ist so einer. Ist das ein Freund oder Feind? Ich weiß es nicht. Einfach mal platt machen. Yeah! Und Katzenstreu! Und gleich nochmal Katzenstreu! Komm mal! Katzenstreu! Weiß ich jemand, woher das ist? Ich bin gespannt. Bei welchem Raumschiff Schießespiel sagt ein Protagonist jedes Mal, wenn du ihn abgeschossen hast. Und Katzenstreu. Zumindest auf Deutsch, ich weiß nicht, was sie auf Englisch sagen. Ja, ist schon fein. Also, jetzt, wo ich die Steuerung gecheckt habe, hat ein bisschen gedauert, aber ist fein. Das Verhältnis ist schon beeindruckend. Ist immerhin echtes 3D. Ich muss nur den Gegner wiederfinden. Moment, da ist der grüne Punkt. Und der grüne Punkt ist der Planet. Okay. Ich fliege Richtung Planet. Da höre ich ein Schießen. Das heißt. Da. Wo ist der? Wo ist der Übeltäter? Der muss da irgendwo unter mir sein. Ich weiß zwar leider auch nicht. Ah, da ist er! Okay. Katzenstreu. So, da. Jetzt sind noch die Funksprüche. Hey, lass mir auch noch einen über. Oder so. Dann würde ich mich fühlen wie bei Wing Commander. Wing Commander wäre super gern gezockt. Also Wing Commander Prophecy, um genau zu sein. Die anderen Teile habe ich jetzt nicht so gefeiert. Und auch nicht ganz so mitbekommen. Aber Wing Commander Prophecy habe ich wirklich viel gezockt. Da ist schon einer. Und tschüss. Ah, Mist, ich treffe nicht. Jetzt treffe ich. Da ist noch einer. Was ist das? Nein. Ah. Weg ist. Mistkick. Vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen lassen und dann suchen. Wo? Da. Was ist das? Ich will das platt machen. Energie niedrig. Sie haben den Kampf gewonnen! Yeah, wer hätte das gedacht? Sie beginnen ihre Karriere im Dock. Ja, ich habe irgendwas gelesen von, es ist auch gleichzeitig eine Wirtschaftssimulation. Also ich kriege ein bisschen Gänsehaut, weil ich merke, das ist schon ein sehr großer Klassiker und verdammter Meilenstein der Videospielgeschichte ist. Das
Habe ich jetzt begriffen. Auch wenn es nicht sehr zugänglich ist, das muss man schon sagen. Also man muss sich da schon reinfuchsen. Okay, was haben wir da? Da können wir mal reparieren vielleicht. Mit Select kann ich das aufrufen. Treibstoff leicht, Rakete. Aha. Extra Pulslaser. Wie viel Geld habe ich? Ich habe fast gar kein Geld. Das war irgendwie klar. Aber Treibstoff ist irgendwie wichtig. Okay, was haben wir da? Schauen wir mal da rein. Gespeicherte Kommandodaten. Okay. Was haben wir hier? Neuer Name. Also hätte ich jetzt meinen Namen eingeben können. OPQR. Ah. Okay, schauen wir mal weiter da. Was ist hier? Daten. Aha, Wirtschaft und so weiter. Es ist irgendwie strange, dass da überhaupt kein Sound dabei ist. Okay, was haben wir hier? Treibstoff, Bargeld. Okay. Treibstoff reicht auch für 7 Lichtjahre. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Reparatur waren wir schon. Was haben wir da? Örtliche Karte. Puh, die haben sich schon ziemlich viel Aufwand gemacht. Also das hätte mir früher sicherlich Spaß gemacht, dieses Spiel. Da hätte ich mich sicher reingefuchst. Das wäre mir garantiert ein Aufwand wert gewesen. Puh, Elite, da habe ich wohl was versäumt. Zum Glück hole ich es jetzt wenigstens nach. Ist zwar nicht ganz das gleiche, aber... besser Schnicks, sagen wir mal so. Commander, Kommandant. Okay. Machen wir da. Nahrung. Börsenpreise. Aha, da kann man wahrscheinlich auch nicht spekulieren mit Zeug. Krass einfach. Einfach krass. Was haben wir hier? Aha. Okay, hier ein Lichtsprung gemacht hier offensichtlich. Wenn ich da jetzt darüber gehe. Dock Computer. Ansicht vor einem Dock Computer an. Okay. Das ist die Raumstation und da docke ich jetzt an oder was? Dock Computer an. Bin mir nicht sicher, was ich jetzt gemacht habe, aber irgendwas ist passiert. Irgendwas ist gerade passiert, Leute. Ich habe keine Ahnung, was. Gut, das waren 13 Minuten Elite. Ich habe echt nur an der Oberfläche gekratzt. Ich weiß, ich habe hier echt nur an der Oberfläche gekratzt. Um dieses Spiel kennenzulernen und beurteilen zu können, muss man sicherlich mindestens, ich sag mal, 2 Stunden reinstecken. Es ist nicht sehr zugänglich, leider. Es ist halt schweinealt. Und was die aus dem NES rausgeholt haben, verdient auf jeden Fall mal Respekt. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, grafisch mal 3D am NES, mal gibt es nicht halt so oft. Und gleich, dass sie auch noch dazu so eine Simulation, zu einer Simulation doch so eine Wirtschaftskomponente dazugeben und doch so ein riesen Level, das sich selbst baut mit 200 Sternen und weiß ich was allem mit Wirtschaft. Krass einfach. Eigentlich krass für diese Zeit. Aber nichtsdestotrotz, es ist heute nur noch schwer spielbar. Nur noch schwer spielbar. Ja, aber man muss anerkennen, dass das mal sicherlich ein Meilenstein war.
Ich habe es jetzt gezockt. Ich kann jetzt ein bisschen mitreden, aber nicht viel. Wie gesagt, eigentlich müsste man das mindestens 2 Stunden oder mehr zocken. Tja, aber irgendwie dafür reizt es mich dann halt auch nicht unbedingt. So, was ist mit meinem Endscreen schon wieder hier? Immer beim zweiten Mal, was ist denn da los? Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, da drüben, da unten auf dem Button könnt ihr mich abonnieren, würde ich euch empfehlen. Da bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game in euer Abo-Postfach. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, dann freue ich mich ganz besonders. Ciao, Leute.